zu lernen und Bedeutung haben. So, da bin ich jetzt wieder aus dem großen Theater von Epidaurus wieder raus und hier daheim wieder so, oder wie man es auch immer nennen mag, unser fahrendes Haus sozusagen. Und ja, ich werde euch jetzt natürlich auch mehr über Nafplio erzählen. Nafplio habe ich euch hier blau eingekreist und die Halbinsel, die ihr da seht, ist die Peloponnes, die mit den vier Inseln, diese riesige hier. Ja, Nafplio hat circa 30.000 Einwohner und eine sehr bewegte Geschichte. Der Name Nafplio kommt von Nauplia. Und Nauplia ist der Sohn von Poseidon und Amymone. Das sind zwei Götter. Also wer nicht weiß, was Nafplio, was Götter sind, sind oben im Himmel. Nafplio war auch die Heimat von Palamedes, einem sehr sagenhaften Helden in Griechenland, in der griechischen Mythologie. Und die Byzantiner, das ist ein Reich, die haben um 1200 die erste Festung in Nafplio gebaut. Ich hatte euch ja gesagt, dass dort drei Festungen sind, eine Hafenpromenade und so weiter. Und ja, die Byzantiner haben die Akronoplia gebaut, und zwar die hier. Die Venezianer haben die hier gebaut. Also die ist natürlich größer, bloß wir stehen gerade auf der drauf, weil wir da hochgewandert sind. Und zwar haben die Byzantiner, die Venezianer 1686 diese Festung gebaut. Und 1696 haben die Türken, auch Osmanen damals, das Bozi hier gebaut. Das ist sozusagen das Stadtwahrzeichen. Und es sollte den Hafen schützen, weil damals Nafplio auch einen sehr bedeutenden Hafen hatte. Und der war halt bedeutend, weil es ein natürlicher Hafen war, der ist natürlich entstanden. Heute gibt es dann nur noch Freizeitsegler, ein paar Yachten, ein paar Fischerboote und einen Fähranleger, also nichts Besonderes jetzt. Und ja, es gab natürlich auch Eroberungen bei den Festungen, also die Festungen wurden oft erobert und auch die Stadt wurde oft erobert. Das fing an im 7. Jahrhundert vor Christus, wurde die Stadt durch König Dratidas zerstört. Ich weiß nicht, wieso er das gemacht hat, weil er zerstört einfach so ohne Grund eine Stadt. Ja, im 3. Jahrhundert vor Christus wurde Nafplio erstmals mit einer Mauer umschlossen. Im 6. Jahrhundert nach Christus richtet sich ein Heer ein, also wohnt da für eine Zeit. 1211 wird beim 4. Kreuzzug der Franken auch Nafplio mit erobert. 1389 wird die Stadt an die Venezianer abgetreten. Das heißt so viel wie, keine Ahnung, die Franken ziehen aus und die Venezianer ziehen ein, sozusagen wie beim Umzug. Und du hast halt schon einen Besitzer für die Wohnung. Genau. Und 1542 erobern die Türken, auch Osmanen halt, wieder die Stadt. 1686 wieder die Venezianer. Und 1715 die Türken wieder. Also ich weiß nicht, wieso die da so viel Streit in die Stadt hatten. Klar, sie lag halt sehr und hatte damals auch einen sehr bedeutenden Hafen halt, aber ich hätte mich da niemals 3-4 Mal um so eine Stadt gestritten. Dann wäre ich einfach in die Stadt daneben gegangen. Also wirklich. Ja, um 1822 endete der Unabhängigkeitskrieg, mal ein schweres Wort. Ja, und 1828, also 6 Jahre danach, wird Nafplio erstmals griechische Hauptstadt, also Hauptstadt des modernen Griechenlands, weil da war es das antike Griechenland und jetzt ist es das moderne Griechenland. 1833 wird Otto von Bayern, ein deutscher König, griechischer König. Und ich weiß nicht, wie ein deutscher griechischer König werden kann. Ja, aber ist halt so. Es gibt natürlich auch eine Altstadt. Ich meine, Nafplio ist 3500 Jahre alt. Und in der Altstadt gibt es sehr viele Restaurants, auch am Hafen, aber auch in den kleinen Gässchen, weil da gibt es nur kleine Gässchen, keine Straßen, kaum Autos. Also ihr seht hier mal hin und wieder so ein Auto und halt nur Motorräder halt, wenn die dann halt mal da durchfahren, aber machen sie wahrscheinlich auch nicht. Ja, dann gibt es natürlich auch die Neustadt.
Die Neustadt seht ihr hier hinter meinem Bruder. Und zwar haben die sich hier ein Schwimmbad hingebaut, obwohl hier direkt ein Meer ist. Auch haben die sich hier einen Fußballplatz hingebaut, weil in Griechenland ist Rasen, glaube ich, ein bisschen selten, weil ich habe in Griechenland bisher, keine Ahnung, dreimal Rasen gesehen. Die haben sich hier überall so fette Straßen reingebaut, riesige Parkplätze, alles. Und jetzt seht ihr nochmal den Unterschied. Hinter mir ist Altstadt, so in diesem Bereich. Und hinter meinem Bruder ist die Neustadt. Und hier seht ihr auch nochmal alle Festungen. Hier die Akronauplia, hier das Burzi und hier die Palamidi-Festung halt. Und der Hafen sieht jetzt zwar klein aus, aber das ist halt so dieses Verhältnis. Ich bin viel näher dran an der Kamera als der Hafen. Und ja, sieht halt alles sehr klein aus. Aber Naflio ist eine sehr große Stadt und auch eine sehr schöne Stadt. Also wer nach Griechenland fährt, sollte sich die auf jeden Fall angucken. Und die 914 Stufen hochlaufen zur Palamidi-Festung. Wikipedia hat ja gesagt, das sind 999, sind es aber nicht. Sind 914. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mein Wissen gut vermitteln und euch hat mein Vortrag gefallen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr sie mir gerne über E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist anton.reichling@gmail.com. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und tschüssi, bis zu den Sommerferien.